Aber überrascht ist die Projektgesellschaft schon über das Schreiben des Luftamts Nordbayern, den Zeitpunkt, den Inhalt und das Ultimatum. Bis 21. September soll der Antrag auf Neubau eines Verkehrslandeplatzes im Bereich Neida bei Coburg zurückgezogen werden. Anderenfalls lehnt ihn die Behörde ab. Damit wären zwei bereits in die Planungen investierte Millionen Euro futsch. Die Begründung des Luftamtes? Das Gelände ist aufgrund topografischer Gegebenheiten ungeeignet. Das besagt eine gutachtliche Stellungnahme der deutschen Flugsicherung. Und dies wiederum ist ein Versagungsgrund, so die Genehmigungsbehörde. Im Rahmen eines Hintergrundgespräches im Coburger Rathaus, schließlich ist die Stadt ja Teil der Projektgesellschaft, signalisierten die Flugplatzplaner Gesprächsbedarf und Bereitschaft. Das, was im Moment an Versagungsgründen von der deutschen Flugsicherung auf dem Tisch liegt, sind Gründe, die seit Beginn des Raumordnungsverfahrens im Jahr 2007, als es angefangen hat, sind die bekannt. Aus unserer Sicht sind die alle lösbar, und zwar in einer Art und Weise, für die noch nicht mal viel Geld in die Hand genommen werden muss. Wir sind nach wie vor dabei, das in einem konstruktiven Dialog mit allen beteiligten Behörden, Institutionen und Verbänden hinzukriegen. Und aus dem Grund brauchen wir einfach noch Zeit, die sicherlich knapp bemessen ist bis zum 21.09., was das Ultimatum angeht, das man uns jetzt gesetzt hat. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir mit einem konstruktiven Dialog all das, was im Moment an Versagungsgründen auf dem Tisch liegt, entkräften können und das auf eine konstruktive und vor allem auf eine konsensfähige Basis zu stellen. Darüber hinaus wollte sich die Planungsgesellschaft nicht weiter äußern, um nicht Unverständnis beim Luftamt Nordbayern zu provozieren. Das wollte sich heute zu den neuen Entwicklungen und Schreiben mit Hinweis auf das laufende Verfahren ebenfalls nicht äußern. Umso mehr natürlich die Flugplatzgegner. Die erhalten durch das Schreiben des Luftamts Nordbayern plötzlich noch mehr Wasser auf ihre Mühlen. Planern und Genehmigungsbehörde waren die Mängel offensichtlich schon seit dem Beginn der Planungen bekannt. Doch wurden sie bis jetzt offensichtlich nicht als Conditio sine qua non, also als Bedingung, ohne die nicht gebaut wird, eingestellt. Und die Gegner bekommen erst jetzt durch Antrag auf Akteneinsicht davon Wind. Auf der einen Seite ist verhaltene Freude da, auf der anderen Seite einfach große Fassungslosigkeit, dass viele Politiker, auch die Stadtspitze, auch diese Projektgesellschaft so dreist waren, uns nicht zu informieren, schon seit Monaten Bescheid wissen um die Probleme. Und jetzt das auch zugeben, dass das schon lange bekannt ist, aber ist ja kein Problem. Und wir, also sogar im Stadtrat, also nie informiert wurden über diese Problemlagen und dass trotz dieses Problembewusstseins die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren eingereicht wurden. Also man ist wirklich fassungslos, man bekommt das Zittern. Wie geht es jetzt mit dem Flugplatzneubau weiter? Fakt ist, so wie die Planungen jetzt sind, lehnt das Luftamt ab. Übrigens in Abstimmung mit der obersten Baubehörde im bayerischen Innenministerium. Die Flugplatzplaner wollen das Projekt weiterverfolgen, wie sie sagen. Die Gegner wollen ebenso weiterkämpfen. Aufgrund dieser Wendung bin ich der Meinung, müssen wir besonders zügig und effizient arbeiten und besonders viele Bürger motivieren und mobilisieren, sich klar für einen Bürgerentscheid auszusprechen. Ob dann der Bürgerentscheid in seiner Mehrheit den Flugplatz behindert oder gut findet, das ist das Recht der Bürger, das sollen die entscheiden. Aber ich würde schon sagen, bei diesen zwielichtigen Vorgehensweisen an vielen Punkten ist vielleicht wirklich der Bürger die letzte Instanz. Vielleicht wäre es tatsächlich nicht die allerschlechteste Idee, den Souverän, also den Bürger, zu befragen, was er denn möchte. Und an dieses Abstimmungsergebnis müssten sich dann alle halten.